Jetzt. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder die Line Fuchs von der Wildnisfamilie als Interviewpartnerin. Liebe Line, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mit der Line habe ich schon vor einigen Wochen oder vor 2 Monaten ein Video gemacht. Das findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Und zwar heißt dieses Video: Ich schicke meine Kinder gehen nicht zur Schule, weil mir Bildung wichtig ist. Das hatte die Line in diesem Interview auch sehr ausführlich erklärt. Da ging es eben um das Thema Freilernen. Und Line hat mit ihrer Partnerin 7 Kinder und sie haben vielfältig erfahren. Ihr seid jetzt im 13. Jahr, glaube ich, ne, des Freilernens. Boah, da müsste ich 13. Jahr hattest du, glaube ich, in dem Video erzählt. So. Also ihr habt wirklich ganz viel Erfahrung gesammelt und darüber sprechen wir auch in diesem Video, was ich oben rechts verlinke. Also wer sich für die Thematik interessiert, schaut es euch unbedingt an. Und heute möchte ich nochmal ein Thema zum Freilernen aufgreifen, was mir auch immer wieder in den letzten Jahren, seitdem ich mich mit der Thematik Freilernen beschäftige, aufgefallen ist, dass jugendliche Kinder oder auch erwachsene Freilerner oder auch jugendliche Freilerner immer ein sehr harmonisches Verhältnis zu ihren Eltern haben, so ganz untypisch so von der Pubertät, was man von vielen kennt, die sich dann abspalten wollen, abgrenzen wollen von ihren Eltern, wo die Eltern auch manchmal gar keinen Zugang mehr finden zu den Kindern, gerade in der Pubertät. Und die Line, du hast einen, oder ihr habt einen 21-jährigen Sohn, 2 19-jährige Mädels, 2 16-jährige Mädels. Also ihr habt da ganz viel Erfahrung gesammelt. Wie ist es mit Freilernerkindern in der Pubertät? Wie ändert sich irgendwas am Verhältnis zu den Eltern? Oder ja, vielleicht möchtest du einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin sehr gespannt. Ja, gerne. Also als wir die Kinder hatten und alle noch sehr klein waren, habe ich innerlich mich schon so bemitleidet und dachte, boah, ich war in der Pubertät sehr anstrengend, ne? Und dachte, wenn ich jetzt 5 Kinder habe, die alle gleichzeitig in der Pubertät sind, wo verbanne ich mich am besten hin? Ne? Also hatte da wirklich Bauchgrimm und darf aber sagen, dass ja, wir so ein geschmeidiges Verhältnis zu allen von unseren Teenagern haben. Und ich glaube, dass ein großer Anteil wirklich diese Freilernergeschichte ist. Dadurch, dass unsere Kinder nie fremdbestimmt waren und wir also nie den Draht verloren haben zu ihnen, was ja zwangsweise passiert in dem Moment, wo sie in der Schule sind und wirklich den ganzen Tag wechseln von zu Hause, entfremdet man sich ja gegenseitig. Also den Kindern werden die Eltern fremd und andersrum genauso. Das hatten wir nie und deswegen habe ich einfach zu allen 5 Teenagern ein gutes Verhältnis. Klar, bei uns reibt es auch. Ne? Also es ist auch manchmal Sand im Getriebe und wir zoffen und alles. Ne? Aber im Grand sind wir einfach ein Team. Und also wenn ich höre von anderen Eltern, was sie für Probleme haben, da kann ich irgendwie nur stumm daneben stehen und kenne das überhaupt nicht. Also ihr habt ja auch einen Jungen und 4 Mädchen sozusagen. Also man kann das auch sagen, ja, es gibt auch eben Unterschiede bei Jungs und Mädchen in der Pubertät. Ihr habt ja beides gehabt und kannst wirklich sagen, es gibt keinerlei Probleme. Und ich habe mich auch in den letzten Jahren ein bisschen damit beschäftigt und habe mir dann eben auch so gedacht, die Pubertierenden oder Kinder, die in die Schule gehen, da wird ja Druck auch von der Schule ausgeübt, so ein bestimmter Leistungsdruck. Dann Eltern haben auch eine Erwartung an ihre Kinder und üben dann, nicht alle, aber teilweise auch Druck auf die Kinder aus, dass sie eben bestimmte Leistungen bringen, auch meint sie auch gut für die Bildung, für die Zukunft der Kinder. Und dass dann so ein doppelter Druck auf die Pubertierenden auch lastet, ne? Seitens der Schule, dass sie auch hingehen müssen, dass es ein Zwang ist, dass sie auch schon vielleicht merken oder auch unbewusst, dass sie sich nicht frei entfalten können, dass sie dann auch ein bisschen in Widerstand gehen. Das habe ich mir dann immer so gedacht. Und dass sie sich dann auch von ihren Eltern entfernen. Da gibt es auch so einen Begriff gleichaltrigen Orientierung. Und zwar vom Gordon Neufeld, das ist ein Psychologe. Der hat auch ein Buch geschrieben mit einem Mediziner zusammen. Unsere Kinder brauchen uns. Und da geht es ja auch um diese Thematik. Da wird es sehr schön dargestellt, wie es kommt, dass vor allem Kinder oder vor allem auch Pubertierende in der Schule sich mehr an Gleichaltrigen hängen, dass ihre, sag mal so, ihre wichtigsten Bezugspersonen werden. Und man sagt ja, dass die Jugendlichen, das sind ja auch junge Menschen, die noch nicht so richtig so Werte haben, die noch nicht so gefestigt sind. Und wenn dann Gleichaltrige sich aneinander orientieren und es gibt aber nicht wirklich noch schon richtige Werte oder eine Standfestigkeit, dann passiert es eben, dass Kinder
oder dass Eltern, nicht alle, das, also wir sprechen jetzt auch hier nicht für alle, aber das, dann kann es eben passieren, dass Eltern den Zugang zu ihren Kindern verlieren, weil die sich lieber an ihre Gleichaltrigen orientieren. Und du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, mit dieser gleichaltrigen Orientierung. Ne? Ja, also das Buch kann ich sehr empfehlen. Das war für mich ein großer Augenöffner. Und es ist für mich einfach logisch, dass Kinder, wenn sie bei den Eltern sind und die Eltern als Vorbilder haben oder eben andere Erwachsene als Vorbilder haben, dass es was völlig anderes ist, als wenn sie im Prinzip in einem Pool von anderen Jugendlichen, die eben auch auf der Suche sind, ja, und da dann sich einen rauspicken, der dann das Vorbild ist, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Von dem her, dieses Buch kann ich wirklich empfehlen zu lesen und zu reflektieren. Er geht ja auch da sehr drauf ein, eben in Amerika, wie die, da auch die Entwicklung ist in den Schulen und so weiter, das hat alles schon eine Ursache. Die Kinder sind orientierungslos, weil sie eben ja den Gros des Tages im Prinzip untereinander sind und keinen festen Bezugspunkt haben, der jetzt gar nicht unbedingt du als Elternteil sein musst, ja, sondern eben andere, die schon weiter auf dem Weg sind, mehr Erfahrung haben und wirklich als Vorbilder auch fungieren können. Und das ist eben bei uns so. Also unsere Kinder sind sehr sozialisiert. Immer wieder wurde uns das gesagt. Wir waren in Berlin auf einem Kletterpark und dann kam der Chef vom Kletterpark zu uns. Wir saßen da eben und haben den Kindern zugeguckt, wie sie geklettert sind und fragte, Entschuldigung, sind es Ihre Kinder? Und dann habe ich gesagt, kommt drauf an, warum? Und dann hat er gesagt, naja, die waren so auffällig beim Erklären am Anfang. Er hat das selten erlebt, dass Kinder so konzentriert und willig zuhören. Er erkennt Schulklassen eben, die überhaupt nicht zuhören und ja, wir können das alles. Ne? Und unsere Kinder waren da wohl anders. Und er hat gesagt, boah, die sind sehr sozialisiert. Und das ist eine Geschichte davon, wo wir einfach Feedback bekommen haben. Von dem her, unsere Kinder haben viel Kontakt mit anderen Erwachsenen gehabt oder eben jungen Erwachsenen mit 25 oder sowas. Und aber nicht dieses Konzentrierte, nur mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist ein Vorteil. Also das ist das, was ich für mich so erlebt habe. Also ich fände zum Beispiel, also, oder ich finde auch Gruppen, wo verschiedene Altersklassen zusammen sind, also nicht nur 12-Jährige, nicht nur 13-Jährige, sondern wo vielleicht auch 8-Jährige mit 15-Jährigen zusammen lernen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Aber nicht diese Häufung von Gleichaltrigen in einem Jahrgang. Das ist ja auch sehr unnatürlich. Ich glaube, das hatten wir auch schon im ersten Video besprochen, dass sowas ja im realen Leben gar nicht gibt, dass es noch Anhäufung gibt von nur 20-Jährigen, von nur 25-Jährigen. Das gibt es ja tatsächlich nur in der Schule. Es gibt alternative Schulen, die auch so klassenübergreifend wo die Grundschule zusammenlernt, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde es schon fast, je mehr ich mich damit beschäftige, befremdlich, dass man Kinder in einem Jahrgang zusammenfasst, wo es kaum Schnittpunkte gibt mit anderen Altersklassen. Es ist völlig unnatürlich, klar, wir kriegen ja die Kinder auch nacheinander und darum sind unterschiedliche Altersstufen in der Familie. Und wir hatten jetzt zum Beispiel ein Gastkind, da hat unser Neunjähriger mit einem 4-jährigen Mädchen gespielt und so. Sie musste dann irgendwo hinlaufen, dann waren Dornen und dann hatte sie auf den Arm genommen und sie rübergetragen, also soziales Verhalten und so weiter. Das passiert natürlich viel mehr bei jahrgangsübergreifenden Gruppen und es kommt ja auch immer mehr in den Schulen. Ne? Also die Schulen sind ja da schon in der Bewegung drin. Von dem her kann man das vielleicht ein bisschen abdämpfen, indem man dann eben ja einen Pool an Jugendlichen hat, die eben von 13 bis 18 von der Altersstufe her sind. Ne? Aber generell so die klassischen Schulen, wo wirklich altersmäßig die eingeteilt sind, das ist einfach destruktiv. Und man verliert Tatsache als Eltern den Kontakt zum Kind und hat so ein Ohnmachtsgefühl, was ich persönlich ganz schlimm finde. Also ich berate ja auch Familien in solchen Situationen, die auch auf dem Weg sind Richtung Freilernen. Und bei allen habe ich dann das Gefühl, dass sie sagen, wir haben überhaupt keinen Zugang mehr. Also dieses Kind, was wir eigentlich kennen von klein an, das ist uns entglitten. Wir kommen nicht mehr ran. Ne? Und das finde ich tragisch. Also es, diese Ohnmacht. Und das habe ich Gott sei Dank hier überhaupt nicht. Also ich habe die Zeit, ich kann mir die Zeit nehmen, mit jedem Teenager wirklich viele Gespräche auch zu führen, was ja gerade in diesem Alter total wichtig ist für sie. Ne? Jemanden zu haben, mit dem sie reden können. Und in einer normalen Familienkonstellation, wo dann die Eltern auch berufstätig sind oder sowas, ist das so schwierig. Kommen alle heim irgendwie um 5, ne? Und der eine muss noch Hausaufgaben machen oder was auch immer, ne? Jeder ist gestresst, man hat nicht diese Muße dazu, ne? Und wir können Gott sei Dank als Freilerner das eben uns so gestalten, zu sagen, okay, heute ist dieses Thema dran mit diesem Teenager.
Und dann nehmen wir uns einfach die Zeit. Ne? Also ihr seid nach wie vor Vertrauensperson für eure Kinder zu jeder Zeit geblieben. Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade, es geht um Beruf, ne? und solche Sachen. Und dann ist es so, wenn sie sich jetzt wo bewerben oder wenn sie irgendein Gespräch haben oder ein Problem haben, dass jemand nicht bezahlt und so weiter, dann sind wir natürlich immer der Anlaufpartner. Und dann gehen wir mit ihnen gemeinsam durch, wie sie reagieren können, wie sie was formulieren können. Ne? Also das ist ein ganz Austausch einfach. Ne? Und jeder steht woanders mit seinem, was er da gerade macht. Und ja, wir haben einfach den Luxus, diese Zeit zu haben. Also nicht, dass der Lehrer das macht, der ja vielleicht auch das Kind gar nicht so kennt wie ich als Mutter, sondern ich Tatsache mein Kind auch da begleiten kann. Also dieses, ich habe mein Kleinkind, mein Baby, also die ganzen Altersstufen habe ich das Vorrecht, bei meinem Kind mit zu sein. Klar, jetzt entscheiden sie selber, ob sie mich dabei haben wollen oder nicht, oder ob sie jemand anders nehmen. Ne? Und von dem her ist es für mich momentan so, dass ich sage, ja, für manche Dinge kommen sie zu mir, für manche Dinge gehen sie zu meiner Frau, für manche Dinge gehen sie zum Vater. Aber sie haben einfach jemanden, der sie kennt und der sie einschätzen kann und dem sie vertrauen wiederum. Und das ist was ich schätze. Ja. Ich habe mir manchmal auch so gedacht, gerade so eine Pubertät, ist ja auch bei Jungs und Mädchen, setzt es ja unterschiedlich an. Also man kann nicht sagen, es gibt ein Alter, wo es einsetzt. Und wenn man sich da mal so überlegt, in der Pubertät, was so für eine immense Entwicklung in den jungen Menschen vor sich geht. Der Körper verändert sich, die Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle ändern sich auf einmal. Und das ist aber auch gerade so die Zeit mit 13, 14, 15, 16, wo mit der meiste Druck in der Schule auf die Jugendlichen besteht. Und da passiert so viel in dem Innersten der Kinder, der angehenden Erwachsenen, der jungen Menschen selber. Und dann ist so ein immenser Druck in der Schule und von den Eltern. Und da kann man sich vielleicht auch manchmal erklären, warum die Kinder ausbrechen oder dicht machen oder sich zurückziehen oder sich eher so an Gleichaltrige hängen, weil sie vielleicht auch nicht alle, ich würde wirklich sagen, das gilt jetzt nicht für alle, aber für die Fälle, wo Probleme auftreten, dass die Kinder dann eben auch überfordert sind eigentlich mit der Situation, dass sie eigentlich gerade in der Pubertät mehr Raum, mehr Zeit für sich brauchen, um sich zu entfalten und wirklich auch zu wissen, wo will ich mal hingehen, wenn ich erwachsen bin. Ne? Dann, ich denke mal so auch, dass ich das so, gerade wenn man jugendlich ist, wenn sich nochmal die Gedanken, Gefühle, die Wahrnehmung verändert, dass man dann noch vielleicht sich für die Zukunft anders orientieren würde, als wenn man 8 oder 10 ist. Ne? Und wenn man den Jugendlichen dann in der Jugend auch wirklich oder in der Pubertät den Freiraum lässt, sich mehr zu entfalten und sich neu zu entdecken, dass dann auch viel gewonnen wäre, als wenn sie eben 8 Stunden in der Schule hocken und die meiste Zeit Dinge lernen müssen, die sie eh nicht interessieren oder die sie im späteren Leben auch nicht brauchen. Ne? Ja, also ich glaube, in der Schule ist ja auch das Problem, dass die Kinder sich selber verlieren. Dadurch, dass sie die ganze Zeit ja gesagt bekommen, was sie machen müssen, sind sie ja gar nicht bei sich. Also sie kommen ja aus ihrer eigenen Balance raus. Und dann als Teenager, was du ja sagst, diese ganzen Umwandlungen werden dann noch viel heftiger sein, weil sie ja so oder so nicht mehr wissen, wer sie sind. Und ich glaube, Freilerner, die müssen sich nicht mehr finden, weil sie sich verloren haben, sondern sie dürfen halt entwickeln, was in ihnen ist. Also da ist ein Zwischenschritt nicht, den sie machen müssen. Klar, unsere sind auch am gucken, okay, mache ich das oder mache ich das, aber sie haben sich nicht verloren, sondern sie müssen einfach nur gucken, okay, was ist in mir. Aber ein Schüler, glaube ich, der verliert sich im Laufe dieser ganzen Schuljahre in Notendruck, in Lernangst, in Gruppendynamiken, die da passieren, die der Lehrer vielleicht gar nicht mitbekommt. Das sind ja so viele Baustellen, wo sie sich einfach so verlieren. Ja, und ein anderer, der eben frei ist und von jeher einfach sich frei entfalten kann, der verliert sich eben nicht. Der muss sich nicht finden in dem Sinne. Ne? Der probiert sich aus. Ne? Und da ist viel Druck weg, klar. Ich meine, wir sind auch schon so, dass wir natürlich unsere Kinder herausfordern, ja, dass sie in ihr Leben reingehen. Ne? Also wir versuchen das schon so ein bisschen, ihnen auch plastisch zu zeigen, so, was ist dein Weg? Ne? Also versuchen es aber nicht mit Druck zu machen, sondern eben mit Wegen aufzuzeigen. Und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du eben in der Schule weißt, oh scheiße, und ich muss jetzt Bewerbungen schreiben. Und also für mich kam das Knall auf Fall damals. Ich dachte, mein Leben geht immer so weiter, dass in der Schule schön gesagt wird, was ich machen muss. Ne? Mhm. Und auf einmal hieß es wie, ach, die Schulzeit ist aus und ich muss mich bewerben und was will ich denn werden? Und war völlig überfordert. Und das ist eben bei uns auch, die Kinder haben viel mehr Zeit zu sagen, okay, ich
kann nicht entfalten. Also ich muss nicht mit 18, zack, boom, jetzt muss ich in eine Ausbildung rein und scheiße, was mache ich? Ach, ich mache halt das. So. Sondern nee, ich bin 18, ich habe eigentlich noch keinen Plan und ich kann das auch mit 19 oder 20 noch entscheiden, ne? Und was würdest du sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch manche so denken würden, ja, aber die Freilerner-Kinder oder die Kinder, Jugendlichen, die sind ja die ganze Zeit immer nur mit ihren Eltern zusammen. Das sind ja richtige Helikoptereltern. Wie werden die Kinder mal selbstständig? Wie würdest du darauf? Also meine Teenager sitzen gerade hier, die seht ihr alle nur nicht. Ich habe die hier gerade neben mir angebunden. Nee, also ich sehe meine Teenager fast gar nicht. Also die machen ja alles ihr Ding. Ja, also klar sehen wir uns Mahlzeiten oder sowas, aber letztendlich, ne, die eine Tochter, die arbeitet da, die andere geht da jobben, die nächste hat das und das. Jeder hat ja sein Leben, was er lebt. Also natürlich sind wir viel zusammen und machen auch viel zusammen. Ne? Bedingt auch durch das Leben, was wir hier führen. Aber generell sind es nicht andere Teenager wie andere Teenager, eben, die in die Schule gehen. Ne? Von dem her, nee, Helikoptereltern ist für mich was anderes. Also ich bestimme nicht über meine Kinder, sondern sie machen das, was sie wollen. Und ich begleite sie eben in dem, was sie tun. Ne? Und als Beispiel vielleicht, wir waren in Deutschland und hatten so einen Turnunterricht, unsere zwei damals Sechsjährige angemeldet und sind dahin. Und die waren nie im Kindergarten, ja, die waren nie fremdbetreut. Und wir sind dahin und da ging es die Treppe hoch. Die kannten diese Frau nicht, die das Turnen macht, nichts. Und die haben unten an der Treppe gesagt, tschüss Mama, Mami, sind weg und wir haben sie nicht mehr gesehen. Wir sind dann hinterher geschlichen, ja, nach dem Motto, okay, scheiße. Und dann haben wir gesehen, dass ganz viele andere Kinder da waren, alle im Kindergarten und alle am Rockzipfel der Mama gehangen. Total unsicher, ja, was kommt jetzt hier? Und unsere total frei, yeah, turnen geil rein. Und das hat mir gezeigt, unsere Kinder haben, glaube ich, Wurzeln, die tief gehen, ja, die fest sind, die Vertrauen haben. Ja, die haben nie diese Trennungsangst gehabt, sondern sie haben sich entschieden, wir wollen ins Turnen. Sie waren reif dazu, es war ihre Entscheidung und dann sind sie gegangen. Und das ist etwas, eine ganz andere Grundfeste, auf denen sie ihr Fundament haben. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich, zu Schülern oder Kindern, eben, die sehr früh fremdbetreut sind, die meistens das ja gar nicht von selber aus wollen, sondern es ist halt so. Mhm. Und dadurch, glaube ich, ganz viele Dinge erleben, die im Unterbewusstsein abgespeichert werden. Und deswegen glaube ich, dass Freilerner, selbst wenn die viel bei den Eltern sind, dass die trotzdem die sind, die ganz schnell den Flattermann machen. Also unsere 16-Jährigen, zwei zum Beispiel, die würden am liebsten heute ein soziales Jahr machen oder heute, was auch immer, wohin gehen, etwas machen, ohne Angst, ohne Bedenken. Ja? Also kann ich überhaupt nicht so sehen. Also ihr habt ihnen da ganz viel Liebe und Vertrauen mitgegeben. Ne? Das ist auch so wichtig. Ja. Vor allem auch so die Familie, den Wert der Familie, wie wichtig das ist, auch eben für das Vertrauen, um Vertrauen daraus zu schöpfen. Und das, klar, es wird ja immer früher, werden die Kinder ja getrennt von ihren Eltern, am besten schon mit einem Jahr, dann 8 Stunden oder 10 Stunden, wenn Tagesvater oder Tagesmutter, wir hatten Tagesvater, deswegen sage ich immer als Tagesvater, weil wir nie eine Tagesmutter hatten, oder dann eben auch dementsprechend lange im Kindergarten, weil die Eltern lange arbeiten müssen, dann in der Schule auch lange fremdbetreut, und kann man schon sehen, wie die Familie so ein bisschen auseinandergerissen wird, dass Eltern immer weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und das ist so eine wertvolle Zeit, eben auch für die Bindung, für das Vertrauen. Weil Familie, das ist so eine wichtige Einheit, und es ist ein bisschen traurig zu sehen, dass viele Kinder diesen Halt oder dieses wichtige Element der Familie, dieser engen Bindung auch nicht mehr spüren dürfen. Und das ist so wichtig, das ist ja so mit das wichtigste Fundament fürs spätere Leben. Ne? Wie du das auch schon beschrieben hast, ihr habt den zwei Jungs, das waren die Jungs, ne? Genau. Ihr habt denen so viel Liebe mitgegeben, so viel Vertrauen am Anfang, und die hatten eine enge Bindung, und dann sind sie gern, wenn sie es wirklich wollen, gehen die dann auch, haben die einfach das Vertrauen, ihr geht nicht weg und wir haben jetzt hier Spaß mit dem Turnen und danach sehen wir euch wieder. Ne? Also ich hatte ja auch meine Jungs relativ früh zum Tagesvater gegeben. Ich glaube, meinen Ältesten so mit 17 Monaten, meinen Zweiten so mit zwei Jahre und ein Viertel, also und 3 Monate. Und es war auch noch zu früh. Also die hingen mir dann auch immer am Rockzipfel, und das Trennen war ganz schwer. So, ne? Also hätte ich mir auch vorstellen können, wenn sie noch länger, ist ja auch immer individuell. Manche Kinder wollen schon mit 2 und sagen tschüss, oder mit 3 Jahren und sagen tschüss Mami, ne? Und freuen sich die ganze Zeit auf die anderen Kinder. Aber es gibt halt eben auch Kinder,
die brauchen noch diese Nähe zur Mutter oder zum Vater, also zu einer Familie. Und das sollte man eigentlich, oder viele können das nicht mehr berücksichtigen. Ja, also bei uns war es so, der eine Sohn, wenn der jetzt mit 6 in die Schule gekommen wäre, das wäre völlig an ihm vorbei gewesen. Also das, klar, er wäre schulpflichtig gewesen, ne? Aber rein von seinem Typus her hätte man ihn absolut überfordert. Und das ist eben da, wo mein Herz blutet, wo ich sage, Mensch, die Eltern kennen doch ihre Kinder. Natürlich jetzt nicht, wenn man krankhaft irgendwie sein Kind festhält oder sowas, aber man ist auch schnell als Helikoptereltern verschrien, was ich ja einfach auch Quatsch finde. Manchmal sind oder werden die betitelt, die gesunde Eltern sind als Helikoptereltern, weil man immer mehr diesen Wert verliert. Was ist denn eigentlich gesundes Elternsein? Ne? Also gerade zum Beispiel, wir legen sehr viel Wert auf Mahlzeiten. Also wir treffen uns 3-mal am Tag. Und das sind die Mahlzeiten, die gehen wirklich eine Stunde. Also wir sitzen eine Stunde zusammen, das heißt 3 Stunden am Tag hocken wir zusammen. Wenn einer was früher zu tun hat, der steht dann halt auf und macht sein Ding. Ne? Aber im Grunde ist es so, dass wir wirklich mindestens 2 Stunden am Tag Zeit haben und einfach schnacken miteinander. Ne? Und das ist eine Qualitätszeit, die wir haben, wo wir sagen, Mensch, das ist Familie, das ist Zusammenhalt, das ist Wert. Ne? Und wenn das dann verschrien wird als unnormal, dann ist wirklich, steht die Welt Kopf. Ja? Wenn normal ist, dass du deine Kinder am besten schon in einem halben Jahr eine Krippe gibst und fremdbetreuen lässt, das ist eben nicht das Normale. Ja? Das ist nicht das Natürliche. Was mich doch auch nochmal interessiert, wie ist denn so der Zusammenhalt zwischen deinen Kindern? Super. Also mein Sohn, der lebt ja in Deutschland, ja, die reden jeden Tag über Skype miteinander. 2 von unseren Mädchen, die wohnen ja zusammen in der Casa, die sind wirklich Freundinnen. Also es sind nicht nur Schwestern, sondern es sind Freundinnen. Alle 4 zusammen fungieren als Team. Also wir haben selten Streit, also wirklich ganz, ganz selten. Auch als sie kleiner waren, kann ich mich selten erinnern, dass da überhaupt irgendwas war. Klar, sie zicken sich auch mal an, ne? Muss sie auch als Mädel mal rumzicken. Ne? Aber so im Ganzen, alle Befürchtungen, die ich mal hatte, ist im Prinzip nichts. Also es gibt jetzt kein Konkurrenzdenken und Aggressionen oder so zwischen den Geschwistern, was auch manchmal... Nicht wirklich. Also es sind manchmal so Ansätze vielleicht davon, aber das Tolle ist ja, dass wir das auch als Familie dann reflektieren können. Also was ein Lehrer zum Beispiel ja gar nicht kann. Der Lehrer muss seinen Stoff durchpauken. Und wenn die jetzt irgendwie 2 Mädels Stress hätten in der Klasse, der kann sich nicht hinsetzen und in eine Stunde und sagen, okay, jetzt lass uns mal darüber reden. Oder ein Kind ist gemobbt worden. Jetzt lass uns mal als Klasse da hinschauen oder sowas. Es geht gar nicht. Ja, es geht vielleicht einmal, aber mehr nicht, ne? Also das ist alles sehr begrenzt von der Zeit her. Und wir können aber hier, wenn da mal was ist, sagen so, hey, kann das sein, braucht ihr da Unterstützung und so weiter, ne? Wir können den Rahmen bieten. Und das ist für mich auch ein Riesenvorteil, dass man auch die Sachen viel mehr mitbekommt. Ja? Also in der Klasse, was weißt du denn als Lehrer, was da passiert? Und so viele Kinder wirklich drunter leiden, dass sie gemobbt werden. Und ganz tragisch, wenn sie sich dann sogar das Leben nehmen. Deswegen ja, nee, das ist hier ganz geschmeidig, kein Thema. Genau, weswegen ich nochmal fragte, der Gordon Neufeld, der Autor dieses Buches, der hat ja auch, also er ist bekannt für seine Arbeit über Aggression unter Kinder und Jugendlichen. Da spielt die Schule natürlich auch immer eine große Rolle, also die Fremdbetreuung. Deswegen fand ich das auch nochmal interessant zu sagen, ob das, wenn Kinder oder eine Familie, wenn die unter Freilernerbedingungen aufwachsen, groß werden dürfen, wie das dann mit Aggression untereinander ist. Also ich kann mir auch, wie du auch sagst, deine Kinder sind oder eure Kinder, sie sind total sozial. Also wenn die auf andere Kinder stoßen, dann sind die total, können sich total integrieren und auch sehr harmonisch mit anderen Kindern umgehen. Also da gibt es dann keine Aggression. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Und wir haben ja so viele Gäste hier, ne? Also, und da ist es egal, selbst wenn es ein 4-jähriger Knopf ist oder sowas oder ein 3-jähriger Knopf oder wenn es 10-, 12-Jährige sind. Also eine Tochter zum Beispiel von uns, die nimmt immer die ganzen kleinen Kinder dann, ja, und betüttelt die dann hier und macht Babysitter total süß. Überhaupt keine, weiß ich nicht, Reibungsfläche so, ne? Also dieses ganze Sozialthema, ne, Sozialisieren und so weiter, das ist alles viel, viel einfacher, als man sich da vorstellt. Und viele sagen, ja, die Kinder brauchen andere Kinder und so weiter. Klar brauchen sie die vielleicht, manche vielleicht auch nicht, aber
man lebt ja nicht unter einer Käseglocke. Ja? Und im Gegenteil, die Jugendlichen zum Beispiel von uns, die können sich selber entscheiden, mit welchen Jugendlichen wollen sie zusammen sein. Ja, die waren zuletzt eingeladen bei einer Party und haben aber gesagt, nee, haben wir keinen Bock hinzugehen. Sie können das entscheiden. Wenn die jetzt aber mit denen in der Schule wären, könnten sie nicht sagen, nee, wir haben keine Lust. Ja? Also da wären sie ja gezwungen dazu. Sie müssen mit den Leuten einfach dann jahrelang in einer Klasse sein, ne? Und das sind alles Sachen, eben, da ist nicht dieser Druck da, den du auch am Anfang genannt hast. Das sind ja so viele Druckpunkte in der Schule, die du eben hier gar nicht hast. Was ich noch sagen will, es gibt ja auch unterschiedliche Kinder. Ne? Ich meine, manche könnten jetzt denken, naja, die Line, die haben ja so viele Kinder, die sind dann unter sich und haben Freundinnen und Freunde so. Ne? Aber es gibt ja auch Kinder an sich, die unterschiedlich sind. Also es gibt ja auch Kinder, die eher Einzelgänger sind, die möchten nicht so viele Kinder um sich haben, die haben ein, zwei Freunde und das reicht denen und sind so total bedient. Und ich denke, Kinder, die wirklich viele Kinder um sich herum brauchen, das sind dann vielleicht auch die Kinder, die, wenn sie in die Schule gehen, das genießen oder dass sie eben viele Gleichaltrige um sich haben oder wenn sie Freiländer wären, die sich das eben auch suchen. Also man kann ja, ist ja nicht so, wie gesagt, man lebt nicht unter einer Käseglocke. Man kann in Sportvereine gehen, man kann Freizeitaktivitäten so gestalten, dass man auf andere Kinder trifft. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann ja heutzutage dank des Internets gibt es auch verschiedene Foren oder so geschützten Raum für Freiländer zum Beispiel, wo man sich mit denen verabreden kann, chatten kann, spielen kann, was auch immer. Also es besteht auf alle Fälle die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Ne, es gibt ja, auch Nachbarskinder, je nachdem, wo man wohnt oder so Freilernergemeinschaften, sowas gibt es ja alles schon. Man muss ja da ein bisschen aktiv werden. Aber es ist nicht so, dass dann auch ein Einzelkind zum Beispiel dann alleine bleibt. Ja. Es gibt Möglichkeiten, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Bloß wer entscheidet, wie viel das sein muss, ob das 5 Tage die Woche sein muss oder ob vielleicht 2-3 Mal die Woche auch ausreichen und das Kind dann genügend Zeit hat, sich zu entfalten und einfach seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und die weiter auszubauen. Und was ich auch bei euch schön fand, du hattest ja schon in dem ersten Video, was wir gemacht haben, erzählt, dass ihr zum Beispiel auch mit eurem Wohnmobil auf Reisen wart. Und Reisen ist ja auch immer so wertvoll, also empfinde ich zumindest, immer sehr wertvoll für Kinder, weil Reisen bildet ja auch und dann ist man so am echten Leben dran. Oder ihr wart auch ein halbes Jahr in der Wildnis, war das Kanada? Fast, also fast Kanada, ja. Also ein halbes Jahr in der Wildnis mit euren Kindern, das ist, was sie da für ihr Leben gelernt haben, das ist unbezahlbar, ne? Also ihr habt auch so einiges als Familie erlebt dann eben zusammen und das hat euch auch nochmal zusammengeschweißt. Klar, das hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt und wir haben einfach für uns, also die 5 großen Kinder, wir haben da noch in einem Dorf gewohnt, die sind nie zu anderen Kindern gegangen zum Spielen und die haben auch nie Kinder eingeladen zum Spielen, sondern die hatten sich, die haben sich einfach genügt. So. Und wir haben aber gemerkt bei den 2 Jungs, jetzt bei den 2 letzten, dass denen das fehlt. Ja? Und dann haben wir einfach für uns entschieden, dann machen wir hier einen Gästebetrieb. Ja? Und dadurch haben wir hier einfach immer wieder Gäste, ne? Die sind dann hier 2 Wochen, 4 Wochen, je nachdem, letzt war einer 2 Monate hier mit seinen Kindern da, dann haben sie praktisch Freunde, ja, die auch wechseln, es kommen neue Freunde, was ja auch immer von der Konstellation her total interessant ist, ja, also wenn wir zum Beispiel Gäste da haben und dann gehen die und dann haben wir vielleicht 3-4 Tage niemanden da, dann spielen die Jungs auf einmal wieder total harmonisch miteinander, weil sie sich wieder schätzen, ne? Und dann kommt wieder das nächste Kind, dann wird sich wieder darauf eingestellt, also es ist Bewegung drin und so haben wir einfach versucht, ihrem Bedürfnis, dass sie andere Kinder haben, entgegenzukommen. Und so denke ich, kann jeder also als Familie eben sagen, was haben wir für Umstände und wie können wir unser Leben so gestalten, dass alle sich wohlfühlen. Und das haben wir jetzt einfach so entschieden, dass wir das so machen. Also ich, wie gesagt, ich beschäftige mich ja schon so länger mit Freilernen und habe mir Videos, Vorträge angeschaut, Bücher gelesen und was dann auch immer mal kam, naja, Freilernerkinder, gerade wenn sie auch so auf Reisen sind oder vielleicht auch so wie bei euch, die können ja nie so langfristige Beziehungen, Freundschaften aufbauen. Wie würdest du dem so entgegentreten? Also unsere Teenager zum Beispiel, die haben Langzeitfreunde, ja, mit denen sie auch regelmäßig im Austausch sind. Und auch die Gäste, die hier sind, die kommen meistens ein Jahr später wieder. Also wir haben jetzt mehrfach Leute gehabt, die waren jetzt schon zum 2. Mal hier. Und der Kontakt wird auch gehalten. Also wir werden dann Briefe geschrieben. Also die Kleinen zum Beispiel, die schreiben dann Briefe und dann kommt ein Paket und dann schicken sie ein Paket zurück. Also der Kontakt bleibt. Also wir haben witzigerweise zu allen, die jetzt bisher hier waren, seit wir den Gästebetrieb haben, haben wir Kontakt. Ja, also mal weniger, mal mehr, aber wir halten zu allen Kontakt. Und von dem her
sehe ich das so, dass sie überall Freunde haben. Also wenn die mal nach Deutschland gehen, dann haben die ganz viele Anlaufstellen, wo sie wissen, da sind sie herzlich willkommen. Ja? Und ich von mir persönlich auch ausgehe, ich habe in meinem Leben nie viele Freunde gehabt, sondern ich hatte wenige Freunde und das waren wirkliche Freunde, wo ich ganz genau weiß, da kann ich nachts um zwei anrufen und derjenige ist da für mich. Ne? Das ist für mich viel wichtiger, als zu sagen, ich habe ganz viele Freunde. Und das ist das, was ich meinen Kindern wünsche, dass sie einfach ein, zwei, drei wirklich gute Freunde haben. Und die findet man nicht unbedingt nur in der Schule. Also meine Freunde, die ich damals in der Schule habe oder gehabt habe, das sind heute nicht mehr meine Freunde. Die habe ich wo ganz anders dann gefunden, viel später. Ne? Deswegen, ich glaube, dass wir viele so Automatismen haben im Kopf, weil wir selber in die Schule gegangen sind und denken, das ist so richtig. Also Glaubenssätze, die wir ja intus haben. Aber das, wenn man diesen Schritt zurückgeht, wie wir jetzt, merken, das ist gar nicht so. Klar, unsere Kinder haben jetzt das nicht, was in der Schule ist, aber sie haben was anderes. Ja? Und das muss man vielleicht auch gar nicht bewerten als, das ist besser, das ist schlechter. Sondern es ist einfach, wie es ist. Und jeder hat seine Grundvoraussetzungen. Wenn ich jetzt irgendwo, es gibt so viele Kinder, die nur über Buschfunk zum Beispiel in die Schule gehen. Ja? Also die sehen ihren Lehrer nie, die haben den immer nur über Internet. Die leben auf irgendwelchen Inseln und haben auch keine Kinder und so weiter. Und manche davon fühlen sich damit wohl, finden das genial und manche finden es kacke und ändern es dann halt, wenn sie 18 sind und gehen halt aufs Festland im übertragenen Sinne. Hm. Und deswegen denke ich immer persönlich, jedes Kind hat ja die Voraussetzung, dass es hat. Und dann macht es letztendlich irgendwann mal daraus, was es will. Mit 16, mit 17, mit 18, mit 20 geht es in sein eigenes Leben. Ja, da danke ich dir sehr, liebe Line, für diese Temporalität und Freilernen. Das hat mich schon immer mal interessiert, aus der Sicht einer Freilernermama. Sehr interessant. Ich werde auch deine Webseite unten verlinken. Also da kann man schauen, was ihr so macht, wer ihr so seid. Gibt so ein paar kleine Informationen über euch, auch über eure Kinder. Genau, du hast mir auch im ersten Video erzählt, dass du auch Coaching zum Freilern machst, aber auch zum Auswandern. Oder gerade weil du jetzt auch Gästebetrieb genannt hast, es gibt auch die Möglichkeit bei euch, du lebst ja in Portugal, mit deiner Familie zu zelten oder auch mit einem Wohnwagen zu stehen. Ihr habt da so verschiedene Möglichkeiten, ne? Also man kann bei uns in der Jurte Urlaub machen. Also wir haben eine große Gästejurte. Da kann man einfach mal schauen, wie lebt sich in der Jurte. Man kann aber auch, also viele kommen im Wohnwagen oder besseres Wohnmobil hierher. Und man kann aber auch zelten letztendlich. Wir haben dann noch eine kleine Mini-Jurte, die wir anbieten und einen Camper. Wir haben auch einen Camper, den wir anbieten, mit dem man rumfahren kann. Also Portugal ein bisschen anschauen. Also wir haben mehrere Möglichkeiten, die man hier machen kann. Und ich mache dann natürlich, oder wir machen hier Coachings. Also meistens mache ich das mit meiner Frau zusammen. Viele Familien kommen tatsächlich hierher, die auswandern wollen. Dann ist hier die Station und wir beraten sie und dann geht es eben weiter. Ja. Genau, also für alle Zuschauer, die sich fürs Auswandern interessieren oder fürs Freilern oder euch tatsächlich auch mal besuchen wollen und vielleicht auch das Thematik Freilern am Herzen haben, dann findet ihr alle Infos auf der Webseite von euch, Wildnisfamilie, ne? Genau, oder wir haben auch einen YouTube-Kanal, da kann man auch einfach die Videos mal anschauen, wie wir hier leben. Also wir stellen ja hier ganz viel vor, wie das hier so ist und einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Meine E-Mail-Adresse steht überall irgendwo, also einfach mich anschreiben. Genau, also deine Webseite und deinen Kanal verlinke ich dann einfach unten in der Infobox, beziehungsweise deinen Kanal kann ich ja oben in den Infokarten verlinken. Da schaut unbedingt rein, wenn ihr euch fürs Thema Freilernen, Auswandern, Leben in Portugal, wie man so Dinge selber macht. Ihr habt ja auch einen Garten in Portugal, also ihr versucht ein bisschen selber was anzubauen. Doch Tiere, die da frei leben dürfen. Also auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Ich danke dir nochmal ganz sehr für deine Zeit und für die wertvollen Erfahrungen. Und es wird bestimmt nochmal das ein oder andere Video mit uns geben. Ne? Wir haben uns ja auch schon privat ausgetauscht und da sind uns noch einige Themen eingefallen. Da freue ich mich auch auf alle Fälle drauf, liebe Line. Ja, und ihr Zuschauer, ihr seid jetzt wieder gefragt zu diesem Thema. Wir wissen, das ist auch ein bisschen wieder polarisierendes Thema generell, das Freilernen. Also ihr könnt uns gern eure Meinung, eure Gedanken dazu aufschreiben, eure Erfahrung mit euren Kindern. Also es kann auch gern konstruktive Kritik sein, aber bitte nicht beleidigend. Bitte nicht beleidigend werden. Das ist mir hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Also wir wünschen euch jetzt eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.